you ain't going rough enough. Heidi ho und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bird of Fire 3. Im letzten Part haben wir es endlich geschafft, das Schiff zu übernehmen. Sprich, sind auch schon unterwegs gewesen, aber irgendwas war, beziehungsweise ist jetzt ein Bug. Und das seht ihr und hat es momentan in die Gruppe getan. Wegen dem Vorteil, dass sie die Dinger drin hat, also nicht das. Nicht deswegen, sondern wegen in Einfluss, wegen Reihe. Und das werden wir jetzt bei nächsten Gegner eh brauchen. Das wird das auch sehen, bis wir jedes Mal. Wenn wir überhaupt so weit können. Ach komm. Und da verschwinde ich jetzt kaum Magie. Doppelschlag, Doppelschlag. Du kannst mich mal am Arsch. So, Axel steht kurz vor Level Up. So. Natürlich seht ihr das auch da, dass es neue Gegner sind. So. In dem Raum sind ein paar Würfel drin. Die werden wir später noch brauchen. Für was sogar hätte es einen Knöter. Weil es kurz erwarten wir was, wieso. Nein, wir haben mal ein paar neue Gegner. So. Ach komm. Was der Angriff eigentlich bringt, weiß ich jetzt wirklich nicht da. Oh ja. Ah ja, okay, dass man kommt Magie einsetzen kann. Okay. Na komm, dir weiter. So, der erste Magier ist schon mal weg. So. Blind, dann können wir recht. Bären. Naja. Gerade das Beste, aber ja. So. Und wiederbeleben. Naja, geht ja. Das werden wir eh gut gebrauchen können, das wiederbeleben. So, das ist übrigens die einzige Möglichkeit, dass das in den Raum da reinkommt. Also für den Fall solltet ihr es wirklich mal einen Schatz drüber sehen haben. Tja, dann hab's leider Pech gehabt. So. Ob du mal na, kein Wurfattacke. Typhoon. Ach komm. Und Momo, das ist halt Erdbeben hinterher. Ja, ja, der Bogenschütze darf natürlich als erstes umgreifen. So, war auf großer Sieg. Ja, das stimmt sogar. So, jetzt schau ich ganz kurz was nach. Warte mal. Da haben wir echt irgendwas, dass die MP wieder zurückgibt. Was? Ah, die Schnelligkeit. SP da. Regenbogenfrial. Forelle halt. So. Gehen wir gleich weiter. Normal umgreifen. Uah. So, die erste Krabbe ist schon weg. Die zweite ist mal blind, der verteidigt sogar mal. So, Kim, weiter, weiter, weiter. Na, also wirklich, für den Fall, dass du mal so weit kämst, Schatz, dass du es alles mitnimmst, weil es ist wirklich die letzte Möglichkeit, die Item Store in dem Raum da
zu bekehren. So, Seelenjuwel. Ist das nicht das? Ja, genau. Rettet Träger vor dem Tod. Hm. Ach, immer die Zufallsgegner da. Die große Grave ist gehört nicht einmal im Bildschirm drin, also außerhalb des Feldes. Nee. Froschschlag gegen Momo. Ach, Kim. Ey, Leute, ist nicht wahr, oder? Dass jetzt keiner trifft. Müssen jetzt extra Magie einsetzen. Ach komm. Ey, Tatsache, ich muss glatt Magie einsetzen. Es gibt's nicht, Leute. Dass da keiner trifft. Ah, jetzt endlich. Ah, die haben immer so hohe Ausweichrate, die scheiß Nusstruppen neu. So, Stein heilen. Du setzt jetzt kaum Magie extra ein. So. Und abwärts. Und weil es lustig wird, nochmal. So. Da hinten ist nichts, oder? Aber die Sicherheit. Nö. Okay. Ach, komm, Leute, die scheiß Zufallskämpfe. Ich krieg's nicht. Ja. Vielleicht haben wir mit dem bei dem ein bisschen mehr Klick. Und treffen wir gleich. Na, natürlich nicht. Leute, willst du mich verscheißen oder was? So. Ja, komm. So. Vitamin. Omega hier. So. Okay, mal schauen, ob wir jetzt den Boss schaffen. Etwas hat wohl den Bug getroffen. Mhm, etwas. Etwas, das wir nicht mögen. Ein Tintenfisch, ein fliegender Tintenfisch. Und weil es so schön war, oder weil er schon so schön ist, kennt man sogar einen Doppelpack. Das ist der Hit. Du meinst, wir müssen hier kämpfen, wir können nicht einmal gerade stehen. Ja, jetzt könnte man das Minispiel da machen, dass man zur Mitte zurückgeht. Ob ich das jetzt schaffe, ist auch noch eine Frage. Also man müsste sich bewegen, wenn die komischen Tintenfische sich nicht bewegen. Wird jetzt eh nochmal erklärt. Oder Monster jetzt in dem Fall. Ja, ja. Ja, geschafft. Also dann jetzt in dem Fall haben wir den Vorteil, dass man ein bisschen Unterstützung von dem Schiff bekam. Ja, genau, von dem Geschütz, wo es maximal alle zwei Runden einmal, glaube 50 abzeugt. Ist zwar nicht die Welt, aber ja. So, mit 3 tun wir mal Tempo auf Axel. Axel tut Schild auf alle und Momo. Was tun wir denn? Momo. Ah, keine schlechte Idee, Macht auf Axel.
Ja, wieso jetzt gerade Tempo und Macht auf Achseltür? Wegen der Kriegerform, wo sie nachher neigen Tür. Einmal bei Axel und noch ein paar Reihen mit dem Wertiger. Deswegen haben ja Momo wieder in die Gruppe getan, wegen einem Einfluss. Eben die Hauptkanone schießt alle paar Runden einmal ungefähr 50 bis 60 Schaden ab. So. So, und was so schön war, nochmal eine Runde Tempo. Und Momo mit Na, stopp immer. Moment, na. Dämon. Achso, Rei, okay. So, Momo mit Macht nochmal auf Rei. Tempo. Und die Hauptkanone wieder. Der einzige Angriff von denen, was wirklich Schaden machen könnte, war der Tsunami. Also der trifft wirklich alle und macht ungefähr 3/4 irgendwas an Schaden. So. Dem auch mal blindern. Schauen wir mal, ob wir was haben. Konnte es nicht chillen. Selle heißt nicht, dass er was hat. Und weil es so schön war, noch einmal. Du wechselst dich dabei in die Drachenform wechseln. Daten. In Krieger. Und Momo dort nochmal Macht auf. Ja, auf Axel. Okay. Du konntest nicht stehlen. Jetzt war es natürlich praktisch, wenn wir den Schamanring dringer hätten. Aber ja. Ist gleich. Eben, genau, der Tsunami. Der macht wirklich saumäßig viel Schaden. Müsste. Ja. Jetzt zwar war das jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja. So. Okay, mit Axel tun wir zweimal konzentrieren, mit drei tun wir plündern. Das ist leider möglich, dass der nicht das ausrückt. Oh, schauen wir mal bei deinem Freund, vielleicht hat er ja was Gescheites. So. Na, verjüngen. Ja, dann mal verjüngen auf Axel. Ja, du konntest nicht stehlen. Sehr schön. Egal. Haben wahrscheinlich eh nichts Praktisches. Jetzt wird 3 vielleicht weg sein. Oder nicht? So wie es ausschaut, trifft es jetzt Momo. Na, reicht sogar. Okay. Und Aura. Auf einmal auf ihn. Ich tue mich nicht da lang um mit den zwei Viecher da. So. Müssen wir jetzt hier nochmal gehen. So, jetzt tun wir sie halt rein heilen. Naja, 1000, ja geht ja. Dumm, weiter. So, Axel normal. Und es müsste jetzt eh noch gewesen sein.
Oder einen anderen. Rai wird wieder gesund. Na, das freut mich sogar. Schachzug. So, mit Rai dürfen wir auch mal noch plündern versuchen. Und Momo, dürfen sie sich halt... dürfen nochmal zur Sicherheit Macht auf Axel. In dem Fall hat sie das eh schon erledigt. Ein wahrhaft großer Sieg. 3000 Erfahrungspunkte. Rai, Level up. Und Momo lernt Ragnarök. So. Nachdem wir das jetzt geschafft haben, auf normal wieder abwärts gehen. Aber das sehen wir uns sehr spannend beim nächsten Part von Let's Play Birth of Fire 3 und ich wünsche euch bis dahin wie immer viel Spaß.